Digitalisierung ist Strategie, aber es ist eben nicht wie andere Strategien. Es hat seine Besonderheiten. In der Peer-to-Peer-Beratung sind es ja wirklich Experten, die ihre Expertise in die Hochschulen bringen, wo Expertise schon vorhanden ist. Und Experten treffen Experten. Das ist für mich wirklich der Vorteil. Hier spricht man die gleiche Sprache, hier kennt man die Probleme und kriegt trotzdem eben einen Außenblick vorgespiegelt, weil es in einer anderen Hochschule andere Herausforderungen gibt, die für die eigene Hochschule durchaus neue Erkenntnisse bringen. Die Herausforderung ist die Strategiefähigkeit einer Hochschule. Wenn eine Hochschule noch nicht geübt hat, wirklich eine neue Strategie zu entwickeln, wenn sie da keine Erfahrung hat, dann können auch die Peers, können die Experten auch nur Fachwissen beitragen. Aber sie können ja nicht in die inneren Funktionsweisen einer Hochschule eingreifen und dort Strategiefähigkeit vermitteln. Das versuchen wir hingegen ja ein Stück zu unterstützen vom Hochschulforum selbst mit den Experten, die wir selber mitbringen, um eben auch die Erkenntnisse, die wir jetzt in den ersten Peer-to-Peer-Beratungen gewonnen haben, einer breiteren Hochschulöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Digitalisierung ist Strategie, aber es ist eben nicht wie andere Strategien. Es hat seine Besonderheiten und diese Besonderheiten, die können wir auch in den Prozess mit reinbringen. Digitalisierung oder der digitale Wandel an den Hochschulen ist eine Riesenherausforderung. Er muss ja bis hin in jeden Hörsaal hineinwirken. Und wir haben einfach mal 5 Erfolgsfaktoren abgeleitet, von der Frage, wie man sich Ziele setzt, über die Frage, wie man die Hochschule partizipieren lässt und Entscheidungen findet, bis hin zu so einem Thema wie, brauchen wir eigentlich eine neue Personalkategorie, den Instructional Designer an der Hochschule? Und dafür haben wir jetzt Arbeitspapiere im Hochschulforum erstellt, die für die Hochschulen insbesondere interessant sind, die vielleicht jetzt nicht direkt bei der Peer-to-Peer-Beratung mitmachen, sich aber trotzdem schon auf dem Weg befinden Richtung Digitalität und die einfach gucken wollen, was die Erfahrungen von anderen sind, davon lernen, die anpassen und ihren eigenen Weg finden. Denn eins ist klar, jede Hochschule wird ihre eigene digitale Strategie finden müssen und wollen. Keine digitale Strategie ist wie die andere. Es geht also hier nicht one fits it all, sondern wirklich individuell für jede Hochschule den richtigen Weg ins digitale Zeitalter zu finden. Also einer der, glaube ich, wichtigsten Effekte, die wir verspürt haben, ist, dass nochmal eine sehr fokussierte, konzentrierte Diskussion in der Hochschule stattfindet. Warum wollen wir uns eigentlich mit Digitalisierung beschäftigen? Wollen wir bestehende Herausforderungen bewältigen, zum Beispiel mit der Vielfalt der Studierenden im Hörsaal besser umgehen? Oder wollen wir einfach bestimmte Stärken, die wir immer schon hatten, zum Tragen bringen? Eine Hochschule, die international ist und jetzt durch Digitalisierung noch mehr internationales Marketing betreiben will. Diese Diskussion wirklich der Herausforderungen, der Ziele am Anfang auf den Punkt zu bringen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da können eben die Peers und auch die Experten aus dem Hochschulforum selber dazu beitragen, diese Diskussion zu initiieren, den Prozess selber hinterher, den muss die Hochschule eigenverantwortlich durchführen. Die Peer-to-Peer-Beratung adressiert 6 Hochschulen pro Jahr, über 3 Jahre 18 Hochschulen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man die Hochschullandschaft in Deutschland betrachtet. Umso wichtiger, dass wir hier jetzt Produkte entwickelt haben, die allen Hochschulen, auch denen, die nicht an der Peer-to-Peer-Beratung teilnehmen, zugutekommen. Wir wollen einen Werkzeugkasten entwickeln, in den wir Leitfäden und Praxisleitfäden und Ähnliches hineintun. Denn unser Ziel ist, dass alle Hochschulen in Deutschland davon profitieren. Wir lernen auch von den Peer-to-Peer-Hochschulen und wollen aber eben dieses Gelernte auch an alle weitergeben.